Was geht ab und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir und in diesem Video zeige ich euch wieder den neuen Item-Shop. Ich sage euch jetzt schon mal, ich mache das Ganze wirklich kurz und knackig und entspannt, damit ihr so schnell wie möglich diesen Shop sehen könnt. Und ihr seht es hier, in 4 Tagen und 17 Stunden beginnt das Event. Wie gesagt, es ist nachts 3 Uhr und ich nehme dieses Video hier gerade auf. Also lasst doch gerne mal ein Abo, dann natürlich die Glocke aktivieren, wenn ihr in der Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr in Zukunft etwas Kostenloses aus dem Shop haben wollt, werde ich pro Video eine Sache verlosen. Also, ich werde, also das Bild, ne, pro Tag, sage ich mal, also ich mache an einem Tag mehrere Videos, werde ich versuchen, eine Sache an meine Abonnenten zu verlosen. Also schickt mir gerne eine Freundschaftsanfrage. Ich heiße Creator-Code 8. Genau, oder minus Meta minus 8, genau. Creator-Code Meta minus 8 heiße ich. Schickt mir einfach eine Anfrage. Aber wie gesagt, ihr seht es ja auch oben schon, Creator-Meta minus 8. Wie gesagt, wir gucken uns direkt den Item-Shop an und vergesst natürlich nicht, meinen Creator-Code einzutragen, Meta minus 8, wenn wir schon dabei sind. Wir gucken uns Tagtraum an für 800 V-Bucks, ein sehr cooles und episches Emote. Kann man machen. Ich muss dazu sagen, ich benutze sehr, sehr selten Emotes, wirklich. Und ich benutze nur bestimmte Emotes. Also für mich kommen Emotes nicht unbedingt immer in Frage. Aber wenn ihr es haben möchtet, könnt ihr euch natürlich gönnen. V-Bucks, und wenn ihr noch V-Bucks braucht, sind unten in der Videobeschreibung Xbox und PSN-Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich damit unterstützen. Wir gucken direkt weiter. Ruf zur Schlacht für 200 V-Bucks. Kennt man auch aus der Season 5. Das mit dem Wikingerdorf war sehr witzig und eine gute Zeit. Dann haben wir Gage für 800 V-Bucks aus der Season 9. Auch ein cooler Skin. Farbkombi ist jetzt nicht so mein. Also ist jetzt nicht so auf Drip angelehnt. Und das Colorway matcht jetzt auf jeden Fall nicht. Hashtag auf Lifestyle angelehnt und Mode. Wir gucken direkt weiter. Rasender Ansturm für 500 V-Bucks. Kann man sich gönnen aus der Season X. Und ist ein Fortbewegungsmittel. Feiere ich auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, aber benutze ich sehr, sehr selten sowas. Dann haben wir hier nochmal Scorpion für 800 V-Bucks aus der Season 5. War wirklich ein günstiger Skin und damals sogar ein cooler Skin. Mittlerweile gibt es aber schon bessere Skins für 800 V-Bucks. Also hier nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Dann haben wir hier Facet oder Facet, ich weiß nicht, wie man das aussprechen möchte, für 1200 V-Bucks mit dem GOD Rückenaccessoire. Das Rückenaccessoire verstehe ich jetzt nicht unbedingt, aber den Skin finde ich cool. Auch mit der Mütze, sage ich mal, mit der Mütze finde ich sehr cool. Sieht fresh aus. Wir gucken direkt weiter. Nacht die Nacht für 1500 V-Bucks mit dem Ballonlama Rückenaccessoire. Natürlich in verschiedenen Stilen. Einmal unheimlich, unheimlicher und Nachtschrecken. Sehr cool. Kann man machen. Finde ich sehr cool. Auf S angelehnt. Sehr nice. Dann haben wir natürlich nochmal den Quietscher für 1500 V-Bucks. Auch ein cooles Teil. Die weibliche Variante nochmal ein Kuckuck. Auch wieder unheimlich, unheimlicher und düsterer Blick. Sehr cool. Feiere ich auf jeden Fall. Dann mit dem Rückenaccessoire Battle Ballon. Ist auch sehr nice. Und das könnt ihr euch natürlich jeweils für 1500 V-Bucks kaufen. Dann Streifenschlitzer für 500 V-Bucks aus der Season X aus dem Straßenstreifen-Set. Kann man sich auch natürlich gönnen. Sehr, sehr schlicht gehalten und rot. Sieht auf jeden Fall cool aus mit den weißen Akzenten. Dann haben wir nochmal Himmelsstreifen mit weißen Streifen sozusagen. Und auch wieder Rot Carbon. Sehr, sehr cool. 500 V-Bucks dafür und Ruby für 1200 V-Bucks. Also sehr, sehr entspannter Skin. Gefühlt jede Tuse hier in Hamburg läuft so rum. Bauchfrei, Cappy und eine Leggings. Ja, kann man machen. Roter Alarm für 1200 V-Bucks. Dazu natürlich nochmal Rückenaccessoire mit Kopfhörern. Ja, dazu natürlich nochmal im Shop heute nach über 300 Tagen Bachi, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mit zwei Stilen. Einmal Standard und einmal Spionage. Und mit dem Rückenaccessoire Mochi oder Machi. Ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ein cooler Skin, mit dem man definitiv schwitzen kann, würde ich sagen. Eure Meinung gerne in die Kommentare dazu. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code META-8 im Gegenstandshop eingeben, falls ihr euch etwas gönnen möchtet. Da würde ich sagen, war das von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.